So viele Flugstunden in der Sky Strike Akademie für einen Rauswurf, um hier zu enden? Blödes Imperium. Jordi, schön dich zu sehen. Dazu mal, ich suche einen Freund, der heißt Pandora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Circa-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Pandora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also einen Bart. Alles klar. Bei den Jaren braucht nur halbe Kontakte wie bei Cube. Es ist so simpel, die Klingen dahin zu bringen, wo sie sein müssen. Da komme ich mir vor wie ein Genie. Ihr seid der Republik egal. Und dem Imperium auch. Überlegt euch gut, wo ihr steht. Es gibt nur eine Seite. Eure Seite? Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht genau. Der LD-65 wird nicht mehr hergestellt. Jetzt schon? Habe ich gehört. Schade. Wirklich schade. Haben wir einen. Nur ein Rennen. Kein Problem. Ein kurzes Tuning und du holst dir die Meisterschaft. Ich beschaffe Ihnen beliebig viel Munjak-Wolle. Aber die Frage bleibt, ob Sie sich das leisten können. Sie müssen verstehen. Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir. Er heißt Pandora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marin Zane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marin Zane Gold leisten? Muss schön sein, was? Er war riesig. Trandoshan. Nein, keine Schuppen. Hey, Mr. Pandora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookiee-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. $2000? Dein letztes Angebot war aber anders. Was soll ich sagen? Die Preise schwanken eben. Deine Preise vielleicht. Der Markt ist in der ganzen Galaxis unverändert. Glaub mir, ich habe beste Kontakte. Du verkaufst mir das Schiff zu meinem Preis. Und ich schieße dir dafür kein Loch in den Bauch. Das ist der Deal. Ich empfehle dir dringend, mit anzufangen. Denk in Ruhe dran. Und gründlich. Unmöglich. Das ist Han Solo. Noch ein Marin Zane. Han Solo, imperialer Spezialist Ralsius Pandora. Freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Psst, geht das nicht auch leiser? Oh, klar, wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Los, wir müssen Sie jetzt hier rausbringen. Dann gehen wir mal. Ich habe die gewünschte Information. Natürlich nicht dabei. Sondern in 2 Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Im ersten sind imperiale Frachtrouten, Betankungsstellen, versteckte Waren. Die Republik bekommt das alles. Für sicheres Geleit. Und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Sind woanders versteckt. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung der Wookiees brauchen. Also, die meisten Statistiker werden von agilen Kollegen getötet. Oh je. Ein Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo?
Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich jedenfalls. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist es so? Sturmtruppen. Leise. Wir müssen sie ausschalten. Nein, nein. Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Ich hol sie! Ha! Na toll. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist es so? Sturmtruppen. Leise. Wir müssen sie ausschalten. Nein, nein. Alles klar. Zündung. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Ha. Na toll. Nur 77% Trefferquote haben? Ha, hier ist nichts. Die Infos auf diesem Datenwürfel werden Ihren Freunden in der Republik helfen. Achtung, da sind noch mehr! Schilderschütze voraus, Mr. Solo! Ich zeig euch mal, wie man das macht! Klappt schon. Hoffe ich. Wo ist die Kashyyyk-Information? In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald. Vorwärts! Ihre Infos müssen gut sein, wenn Sie so viele Truppler auf Sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt.
Kapsel verbraucht auf der Flucht von ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% weniger Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kashyyyk? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Ah, ja! Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Sehen Sie den Ordnungssoldaten? So verlierst du noch einen Arm. Diese Wookiee-Infos gelassen. Ich finde sie.